Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate der KW 45 vom 5. bis 11. November 2018. Am Montag ist es im Norden recht neblig und bewölkt. Hier werden 10 bis 12 Grad erreicht. An der Nordsee teils nur bis 9 Grad. Sonst ist es leicht bis stark bewölkt. Von Südwesten her zieht die Wolkendecke auf. 14 bis 17 Grad werden dort erreicht. In der Lausitz sind sogar bis 19 Grad drin, örtlich 20 Grad. Am Dienstag verläuft im Osten es recht sonnig bis wolkig bei 15 bis 17 Grad. Im Ruhrgebiet bei etwas stärkerer Bewölkung 20 Grad. An den Küsten nur bis 13. Auch der Mittwoch bleibt vorerst trocken. 12 bis 18 Grad werden erreicht. Am Abend ziehen in der Südpfalz und in Baden-Württemberg Schauer auf. Diese können auch teils kräftiger ausfallen. In Gebirgs- bzw. Abhangnähe können gebietsweise Moränenabgänge erfolgen, beziehungsweise können kleinere Bäche auch über die Ufer treten. Die Aussichten: Das Regengebiet zieht am Donnerstagmorgen weiter über Bayern, Südthüringen bis Thüringen und Sachsen weiter raus Richtung Tschechien und Polen. Vor allem in Bayern regnet es teils 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter. Dies ist aber nur örtlich der Fall. Die meisten Regenfälle werden im Süden in Alpennähe erwartet. Im Nordwesten bleibt es trocken, sowie auch in den Rest des Landes. Dort werden nur teils einige Schauer bzw. Nieselregen erwartet. Im Nordwesten zieht die Wolkendecke im La Tagesverlauf auf. Am Freitag bleibt es großflächig stark bewölkt. Im Nordosten ziehen die letzten Schauer ab. Am Samstag und Sonntag kommt erneut Regen auf von Westen. Dieser setzt sich aber nicht so wirklich durch. Deswegen bleibt es teils großflächig auch noch wieder trocken. Die Werte auch am Wochenende 9 bis 15 Grad. Am Sonntag bis 17. Wie genau der Niederschlag ausschaut, das sehen wir uns mal in der akkumulierten Grafik an. Dies zeigt die Niederschläge vom Montag, den 5. November, bis Sonntag 0 Uhr, 11. November. Und man sieht, dass also die Grafik ist in Millimetern angegeben, dass unten in Süddeutschland viel Regen runterkommt. Ich sage jetzt mal viel in Anführungszeichen, sind so 12 bis 20 Millimeter, die man ablesen kann. Sonst ist es im bundesweiten Gebiet, so wie man sieht, recht trocken diese Woche. Teils auch fällt überhaupt kein Niederschlag, so wie man sehen kann. Und auch im Trend sieht man, dass die Temperaturen hier jetzt beispielsweise für Aachen nicht gerade sehr in den Minusbereich hopsen. Im GFS-Modell sind in der dritten Hälfte des Monats, also in der zweiten Hälfte des Monats kann man sagen, im dritten Viertel, teils Temperaturen im Minusbereich zu erwarten. Aber die meisten Modelle sagen bis jetzt noch, dass es mild bleiben wird, um die 5 Grad. Und das ist für den November überdurchschnittlich warm. Wir hoffen, dass es bald kälter wird und genießen erstmal noch diese etwas mildere bis warme Woche bei teils sonnigem Wetter. Und damit sage ich noch einen wunderschönen Abend, kommt gut in die Woche und tschüss.